Hellas! Hola! Zurück! Da sind wir wieder auf bei Omega. Mass Effect. Wo war denn nochmal? Das DLC Omega war aber aus dem dritten Teil, ne? Ja, rechte Tür musste. Ja. Was war da nochmal? Da geht's einfach nur runter zum Markt. Sind da Marktstände? Ja. Ich muss nämlich trotzdem noch da runter. Achso. Weil ein paar Leute auf der Normandy brauchen noch so Sachen. Ach, da musst du diese für die Techniker musst du zum das. Zum Beispiel das kaufen, oder auch für den Koch. Der braucht auch noch aber was. Das findest du auf der Citadel. Ja, habe ich aber nicht gefunden. Hast du nicht gefunden? Das gibt's aber 100 pro auf der Citadel. Komisch. Muss ich dann mal gucken. Wer ist denn das? Oder? Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Ach, der. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Dem scheint's dir zu gefallen hier. Mhm. Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja... Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Machen wir. Was macht er eigentlich hier? Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Okay, der sitzt also hier fest. Arme Sau. Ja. Obwohl ich Omega eigentlich ziemlich cool finde. Ja, aber ich glaube, zum Leben da wäre es vielleicht nicht so besonders. Ja. Warum kontrolliert Harrod ihre Preise? Harrod hat mich schwören lassen, dass ich ihn auf keinen Fall unterbiete. Er war zuerst hier. Also ist das sein Recht. Aber keiner kauft bei mir, weil er viel billiger ist. Ich kann nicht genug Geld für ein Ticket sparen, um von der Station runterzukommen. Hm. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir mit Harrod reden oder sollen wir das Ticket bezahlen? Das Bezahlen wäre natürlich immer das Einfachere, ne? Ja. Aber das Reden bringt uns vielleicht noch irgendwie ein paar interessante Sequenzen. Das kann natürlich auch sein. Ich werde mal mit ihm reden. Also zur Not kann man es ja immer noch bezahlen, ja, glaube ich. Ich könnte mit Harrod reden, damit er mal ein bisschen lockerer wird. Ich halte Sie nicht davon ab. Wenn Sie ihn dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen, komme ich vielleicht endlich von dieser Station runter. Sein Laden ist die Rampe hoch, in der Nähe von Marshs Geschäft. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie irgendwas erreichen. Ja, versuchen Sie mal. Ich muss gehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. War Harrod nicht der Elkor? Ey, ich weiß es nicht mehr. Obwohl ich schon zweimal durch habe, ich schon fast wieder alles vergessen. Deswegen versuche ich jetzt gar nicht, irgendwelche Wagenbehauptungen zu machen. Da sind die Kupplungen. Mal die Zuhörer. Ah, genau, das sind die. Boah, die kosten 416 Credits. Ah, ob du dir das leisten kannst? Wird knapp, ey. Schweres Hautgewebe. Sowas kaufe ich immer direkt. Ja, das ist, glaube ich, nicht so damit schlecht. Damit was anfangen. Schrottblinde Schaden benutze ich sowieso fast nie. Schwere Waffen benutze ich fast auch nie. Genau. Was benutzen du immer? Ich benutze eigentlich fast immer nur das Maschinengewehr oder mal das Scharfschützengewehr, wenn ich eins dabei habe. Jo. So, guck mal, das ist die neue Rasse, die wir noch nicht kennen. Die Watcher. Die Watcher. Eine sehr spezielle Rasse. Ja. Wie sie es gerade schon bewiesen haben. Gehen Sie, Mensch. Sagen Sie, Captain geworden. Wir haben heute niemanden getötet. Ja, wir sind Captain geworden schon wieder. Ich kenne keinen Captain geworden. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue Ihnen nicht. Sagen Sie, geworden. Wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Das scheint sehr sympathisch zu sein, oder? Mhm. Es scheint auf Omega ziemlich viele Watcher zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gewornsmänner kriegen uns nicht! Wir gehen! War nett mit ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden! Wir kennen Gewornstricks! Wir gehen! Ja, so. Das sind so, weiß ich nicht, die kommen mir immer so vor wie so die Ratten. Von Omega, weil die auch so in diesem hier, das in diesem unteren Deck immer so abhängen und mit niemandem reden wollen. Es gibt auch ein kleiner Fun-Fact. Im zweiten oder im dritten Teil, ich glaube im dritten, nennt ein Charakter, sagt zum Commander Shepard so, ach, seien Sie doch ruhig, Sie klingen wie ein Watcher. Und das sagt die nur, weil Commander Shepard tatsächlich, also der Sprecher von dem ab und zu mal Watchers gesprochen hat. Ah. weißt du noch, wo es hier unten lang geht? Ich will nicht... Nach Archangel. Ich glaube, geh einfach mal. Also in den Club geht's, glaube ich, nicht. Ich glaube nur in irgendeinem weiteren hinteren Teil. Genau, und da geht's, glaube ich, in diesen. Da geht's in den Club.
okay. Soweit ich weiß. Oder stimmt, in da ist ja die Tür. Ich glaube, der will einen noch gar nicht durchlassen, oder? Genau, irgendwas war da. Oder doch. Wohl. Okay, Regen war jetzt nicht rein. Na gut, dann geht's doch. Ja, das ist ein bisschen verrückt. Und da ist nichts mehr, ne? Nur Leichen. Gut, ja. Schön hier. Mhm. Hast du schon mal Mass Effect 2 extra böse gespielt? Also nur so böse Antworten gemacht? Nee. Musst du mal machen. Und dann hier diese Narben, die... ja, Shepard, ich weiß, wie das aussieht. Ja, die darfst du dir dann halt nicht wegoperieren lassen. Ja. Die immer böser werden. Dann leuchten die so, ne? Die ja. Augen auch. So cool. Was ist mit dem los? Dieser Ort. Wie kann man jemanden einfach so verrotten lassen? Sie verstehen es nicht oder wollen sie nur nicht? Ist das wirklich wichtig? Nein. Omega arbeitet schon seit sehr langer Zeit so. Das ändert jetzt niemand mehr. Das ist sowas an deutscher Synchro, die ich immer blöd finde, ist, dass die Charaktere sich immer siezen. Die arbeiten seit Jahren jetzt zusammen, als ob die sich noch siezen. Ja. So, das nervt mich immer irgendwie ein bisschen. Diese Höflichkeitsform. Ja. Also, wo habe ich das letztens gesehen? Oder habe ich was gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Da war auch wieder so typisch deutsche Übersetzung. Da hebt jemand eine Waffe auf und sagt im Englischen sweet. So, weißt du? Ja. Und das haben die im Deutschen echt mit süß übersetzt. Okay. Was ja total falsch ist. Das ist ja wirklich übersetzen ohne Lösung. Ja. Okay, da gibt's nichts. Was haben wir hier? Der Omega-Markt. Guck mal, der Arsch. Oh, da hatte ich immer einen Glitch. Da bin ich immer über die Theke geglitscht. Ich weiß nicht warum. Und da stand ich neben dem Marsch und dann bin ich da nicht mehr rausgekommen. Da muss ich das Spiel neu starten. Ja, super. Ich hoffe, das passiert jetzt hier nicht. Ich hab vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Okay. Warum soll ich denn hier einkaufen, wenn es schon so freundlich ist? Ich bin heute in Spendierlaune. Aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Aber ich bin ja gar nicht schwarz. Sturmlauf, benutze ich das eigentlich? Ach, egal, komm, kostet nicht viel. Ah, guck mal, Modell. Mhm. Habe ich auch schon ein paar. Präzisionswiderstand, Schaden, Baum mit. Was das wohl ist? Die schlüpfrige Alien. Zeitschrift. Okay. Für 4 Credits. Für wen ist denn die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie gesehen, wo die abgeblieben ist. Ich weiß nicht, ob die bei uns im Apartment liegt. Ich weiß nicht. Ich nehme sie mal mit. Diese nackte Aliens angucken. So Tentakelviecher. Oh Gott. Für manche sieht es dann aus wie so eine Speisekarte. Oh, sich hier erstmal wieder zurecht. Ach, der Prediger, den kenne ich noch. Jo. Der steht da rum und ist die ganze Zeit. Du warst jetzt aber noch nicht bei. Ach so, ja, da wollte ich ja. Ach ja, ein Elko. Sehr herrlich. Gehört. Guten Tag. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Der hat eine Zigarre im Mund. Ist das nicht super? Oh Mann. Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich. Bergungsgut. Alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Du solltest dir die Sprache von dem als Let's Play abgucken. Freundlich, willkommen so. Zum neuen Part. Genervt, was soll denn das jetzt schon wieder? Ich glaube, die Leute schalten dann ab. Nach einer Zeit. Nach einer Zeit, ja. Erzählen Sie mir von Ihrem Deal mit dem Quarianer da drüben. Misstrauisch. Wenn es einen solchen Deal gäbe, würde ich ihn sicher nicht mit Ihnen diskutieren. Anklagend. Ich wüsste allerdings nicht, was Sie das angeht. Fordernd. Den Quarianer in Ruhe lassen. Wir beide könnten doch einen Deal machen. Sie lassen ihn seine eigenen Preise festlegen und ich breche Ihnen nicht die Beine. Mit kaum verhohlener Angst. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Mensch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Resignierend. Also gut. Ich enthebe den Quarianer von seinem Versprechen. Persönlich, um zu beweisen, dass es keine Feindseligkeit zwischen uns gibt, biete ich Ihnen einen Rabatt auf meine Waren an. Wie will Shepard dem denn die Beine brechen?
Die sind so dick wie Baumstämme. Ja, keine Ahnung. Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Ja, ich glaube schon. Gut. Dann gucken wir, was er hat. Oh, ein Visor. Auch den kaufe ich immer. Ja, ich glaube, den hatte ich auch lange Zeit benutzt. Delschiff, klar. Mit dem, weil ich spiele ja das Spiel hauptsächlich mit Präzisionsgewehr. Eigentlich nur. Und dann noch mit dem Visor, dann ich bin unschlagbar. Natürlich. Natürlich. Welche Klasse spielst du eigentlich immer? Infiltrator. Jedes Mal. Infiltrator, weil die sich so geil kurz unsichtbar machen können. Ich nehme immer den langweiligen Soldaten. Ich nehme immer den Soldaten oder Krieger, weil Dragon Age bin ich immer nur Krieger. Ja, ich bin immer immer sowas wie Infiltrator oder Schütze oder so. Ja. Da musst du übrigens lang. Für Morden. Morden, ne? Ja. Genau, weil er ja Quarantäne ist und so. Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Sagt ein Batterianer. Ja. Die sind ja auch eher so eine Kriegerrasse, aber irgendwie nicht sehr erfolgreich daran oder irgendwie sowas, ne? Nee, die sind irgendwie einfach nur traurig. Ja, da also, kommen wir her. Ah, da kommen wir her. Ja gut, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Gut, haben wir das. Sollen wir trotzdem noch mal mit dem Quarianer reden? Ach so, ja, natürlich. Dann gehe ich hier lang, dann geht es ja schneller. Jo. Vielleicht kaufen wir ihm das Ticket dann doch noch. Ja. Gucken wir mal. Ob du dir das leisten kannst? Ich meine, es ist ja ziemlich knapp an Credits bei dir, ne? Stimmt. Boah, ich habe jetzt echt viel Geld ausgegeben. Aber ja. Omega kam mir immer so ein bisschen vor wie das schmuddeligere, die schmuddeligere Citadel. Ja, stimmt. Hallo. Mach das Ding mal aus. Ich hab gerade gedacht, ey. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Ja, komm, kannst du jetzt auch schon. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Sie haben recht. Ja, wo du recht hast. Nein, komm, wir sind mal nicht so. Hier, bitte. 1000 Credits. Und jetzt weg von hier. Ich... Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank. Bitte. Was ich gut finde an dem Spiel, dass die Leute, die du mithaben, deine Aktionen nicht werten. Weil ich spiele ja viel Fallout 4 und dann kommt immer, ja, er mag das oder er fand das kacke, was du gerade gemacht hast. Komischerweise aber in Dragon Age so. Echt? Ja. Das macht mir immer Sorgen. Immer so. Ja, das habe ich auch. Dann habe ich jetzt bei Dragon Age 2 zum Beispiel, habe ich versucht, immer so eine Freundschaft mit einer Person aufzubauen, die aber hat so ganz andere Ansichten gehabt wie ich. Mhm. Weil ich hasse zum Beispiel Magier. Tut mir leid, ich hasse sie einfach. Und ich habe aber trotzdem versucht, immer so ein bisschen freundlich zu den Magiern zu sein in dem Spiel, weil ich nicht der komplette Arsch sein wollte. Aber die Person, mit der ich mich freuen wollte, hasst Magier auch. Mhm. Wenn ich dann gesagt habe, ja komm, ich helfe euch jetzt den Magiern hier, kommt da immer so Feindschaft plus 10. Oh. Oder so. Irgendwann hasst dich die Person einfach, obwohl du es gar nicht wolltest. Ja, so schnell geht das. Privatwohnung. Warum? Das kommt erst in einer späteren Mission. Eigentlich wegen Privatwohnung, weißt du. Sie müssen mich reinlassen. Ich Was ist denn hier los? Halt die Klappe, ich will jetzt reden. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Was ist denn hier eigentlich los? Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Durch die Gangs. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Arya T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft.
Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Jetzt stell dir mal vor, was in echt los wäre, wenn es diesen Planeten oder dieses System echt gibt und da keine Gesetzeshüter sind. Oh oh, da ist das ja noch human alles. Ja. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Ich gehe rein. Nein, wir können noch ein bisschen fragen. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit und verschwenden wir das jetzt noch mit der Fragerei. Gut. Wer sind denn diese Blue Suns eigentlich? Ich meine, du kannst es ja wahrscheinlich eh besser erklären, aber ich... Lass den mal, lass der weiß ihm mal schon. Das Wort. Wer sind die Blue Suns? Die Söldnergruppe, die den Bezirk unter Kontrolle hat. Besser gesagt, unter Kontrolle hatte. Die meisten von ihnen sind Turianer und die Seuche soll unter ihnen ziemlich gewütet haben. Jetzt steht der Bezirk praktisch frei zur Übernahme. Angeblich planen die Watcher was in der Richtung. Die Seuche tut ihnen nichts. Sie sind immun gegen die Krankheit. Ein weiterer Grund, warum sie da nicht reingehen wollen. Die Watcher können etwas planen? Sind die so intelligent? Ich weiß es nicht. Krankheiten betreffen doch eigentlich nie mehrere Spezies. Turianer und Salarianer können nicht mal die gleichen Lebensmittel essen. Richtig. Die meisten gehen davon aus, dass die Seuche synthetisch ist. Jemand hat sie geschaffen und dann ist entweder ein Unfall passiert oder sie wird hier getestet. Und da die Menschen immun gegen die Seuche sind und einige von ihnen mit dem Plündern angefangen haben, glauben viele, dass sie Menschenwerk ist. Die würden das auch glauben, wenn es nicht so wäre. Ja, alle hassen doch die Menschen. Ja. Was ist das überhaupt für eine Seuche? Haben wir gar nicht gefragt. Erzählen Sie mir mehr über diese Seuche. Es fängt mit Husten an. Dann spuckt man Blut und dann hilft nur noch eine Kugel. Sie befällt viele Spezies. Turianer, Salarianer, Kroganer. Eigentlich alle, nur Menschen sind immun. Und Watcher, falls Sie die mitzählen. Eine durch die Luft übertragene Krankheit, die zahlreiche Völker befällt. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Deshalb die Quarantäne. Die Vogelkappe. Wissen Sie, wo ich Mordens Klinik finde? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Der Bezirk steht unter Quarantäne. Schon vergessen? Der Arme, ey. Es steht unter Quarantäne. Hört mir keiner zu. Ich muss aber wirklich rein. Wir müssen jetzt auch rein. Hören Sie zu. Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche. Boah, guck mal, wir dürfen nochmal Teamauswahl machen. Yeah. Kommen wir mal den Said mit, der ist ja neu. Mhm. Haben wir nicht gesehen. Ja, komm, nehmen wir auch noch Kasumi mit, die zwei Neuen. Gut. Boah, 10 Punkte, krass. Wie skillst du immer? Machst du mal irgendwie? Ja, oder gleichmäßig? Ich mache immer irgendwie, bis die Punkte aufgebraucht sind, so wie jetzt quasi. Ich mache immer zuerst dieses Söldner-Veteran oder was bei ihr jetzt Meister. Ja, das mache ich bei Shepard meistens. Aber. Ja. Und es kritisieren mich auch immer viele auf YouTube, weil ich sowohl bei God of War als auch hier immer Sachen aufwerte, die ich dann nicht benutze. Aber ich mache es einfach. Ach so. Ja, mache ich auch nicht eigentlich. Aber kann ja jeder machen, wie er will, so. Nein, auf YouTube darfst du nicht das machen. Nee, darfst du nicht. Was ist eigentlich so die generelle Meinung zu der deutschen Stimme von dem männlichen Shepard? Ich weiß es gar nicht. Also viele kommen damit klar. Ja? Soweit ich erfahren. Ja, er ist jetzt auch keine schlechte Stimme. Ja. Ist auch eine
oft genommener Werbesprecher. Den habe ich schon oft in Werbungen gehört und so weiter. Ja. Also, ja. Ist okay. Ist okay. Also, die weibliche Shepard, die habe ich schon mal gehört. Das ging mal bei Facebook rum, in der Mass Effect-Gruppe. Da hat die bei Mitten im Leben die Erzählerin gesprochen. Das war ein bisschen traurig. Ja, naja. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt auf die Suche nach Morden machen, machen wir hier nochmal einen Cut. Im nächsten Teil geht es dann weiter und dann finden wir vielleicht deine Lieblingsperson. Eine deiner Lieblingspersonen. Ja. Okay. Okay, bis dann. Tschüss.